Servus Leute, hier ist wieder Dan28 mit Dänemark und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Erstens, es ist nachts, ein bisschen dunkel und so, ne? Und zweitens muss ich kurz sagen, dass ich mal keine Kappe trage, weil ich ein bisschen Kopfweh habe. Ich mache trotzdem ein Video, scheißegal. Und zwar, ich beantworte mal wieder meine Tales. Ja, diesmal wirklich zum letzten Mal. Grund hierfür ist, dass ich habe rausgefunden, was heißt eigentlich, ich habe rausgefunden, ein Kumpel von mir hat mir gesagt, dass die meisten Fragen von Bots sind, von Telonym-Bots. Da habe ich gesagt, die Fragen beantworte ich nicht mehr. So, jetzt ist mir aufgefallen, aber ich bekomme die ganze Zeit solche Fragen. Das erkennt man halt. So, deshalb habe ich gesagt, okay, ich würde jetzt erstmal keine Telonym-Videos mehr machen. Da kann ich mich eh stattdessen auf andere Dinge konzentrieren. Ich werde vielleicht auch noch ein bisschen von der Lampe hier geblendet. Scheiße. Okay, ich kann es nicht umstellen. Junge, du scheiß Lampe, Alter. Alter. Klar, dann mache ich es halt eben so. Man sieht mich ja trotzdem. Ja, ich habe auch alle meine Lichter ausgemacht, weil großes Licht blendet mich nach einer Weile einfach in und tut mir voll in den Augen weh. Okay. Also, erste Frage. Zockst du? Eigentlich habe ich keinen Bock, diese Frage zu beantworten, weil sie dumm ist. Ich denke mal, das war wahrscheinlich auch wieder Telonym. Selber. Weil ich ja immer wieder gesagt habe, ich zocke. Ich habe sogar 1000 Tests beantwortet. Also wahrscheinlich ist sogar die Frage von dem Bot. Nächste Frage. Was für Drogen hast du mal ausprobiert? Keine. Was machst du so gerne an regnerischen Tagen? Das ist bestimmt wieder eine Frage von einem Bot. Nur mal so, ich weiß nicht, es ist irgendwie so eine Standardfrage. Aber ich hasse regnerische Tage. Das ist passend zu meinem Video, was ich vorhin gemacht habe. Wenn ich aus dem Fenster gucke, das ist hinter der Kamera, und dann sehe, draußen bewölkt, regnerisch, dann habe ich eigentlich keinen Bock auf den Tag und würde mich am liebsten gleich wieder ins Bett hinlegen. Ja, heute war eben mal schönes Wetter und schönes Wetter motiviert mich eher rauszugehen. So, nächste Frage, letzte Frage, auch wieder, nein, so eine bescheuerte Frage mal wieder, die ist definitiv von einem Telonym-Bot. Aber ich kann es ja trotzdem mal stellen. Hast du schon mal jemanden geküsst und es dann bereut? Wieso? Also es ist definitiv von einem Telonym-Bot. Da ich es ja schon 1000 Mal gesagt habe, dass ich noch nie einen Kuss hatte und sonst irgendwas. Naja. Grund dafür ist halt, sage ich es trotzdem, Mädchen stehen halt nicht auf Typen wie mich. Nein, also damit mal ein Mädchen auf mich steht, müsste ich deutlich dünner sein und nicht, naja, wie ich bin. Aber ist nicht schlimm, ich konzentriere mich auf die anderen Dinge. Und wenn irgendwann trotzdem, dann ist es halt so, ja. Okay, aber auf jeden Fall, das war's mit den Telonym-Videos erstmal. Ich habe gesagt, natürlich nicht dauerhaft, sondern irgendwann, wenn es generell mal besser läuft, auch mit dem Kanal und so, dann würde ich es wieder machen, aber erstmal eh nicht. Weil so oder so hätte ich es mal beendet. Grund hierfür ist, ja, die Aufrufewerte sind in der letzten Zeit auch ziemlich gesunken. Und
Dann lohnt sich es halt wirklich nicht, das so ein Video zu machen. Es juckt halt keinem. Und ganz im Ernst, dafür muss ich dann kein YouTube-Video machen. Wenn es niemanden juckt, brauche ich es nicht machen. Da kann ich auch einfach ganz normal auf Telonym machen. Ja, aber wenn es irgendwann mal generell besser laufen sollte, dann ja. Ich nehme halt eher so gerade Sachen, die besser ankommen, weil ansonsten macht es den Kanal kaputt. Dann habe ich irgendwie, da habe ich voll viele Videos mit gar nichts. Okay. Und dann das nächste eben ist auch das, die Sache mit den Bots. Solange das dann eben auch ist, wird es eh nicht machen, ne? Auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben solltet, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.